erschien sie zu sich zu winken, das vorwurfsvolle Antlitz Matters Windens, dann Nebel und Wolken und blattlose Bäume, drei zürnende Kriegergestalten mit bleichen Gesichtern und blutigen Gewändern und der blinde Fährmann in das Reich der Schatten. Und wieder war ihr, sie liege auf der öden Heide auf den Stufen des Baltendenkmals, und als rausche es hinter ihr und als beuge sich abermals hinter dem Stein hervor jene verhüllte Gestalt über sie näher und näher, beengend, erstickend. Die Angst schnürte ihr das Herz zusammen, entsetzt fuhr sie auf aus ihrem Traum und sah hoch aufgerichtet um sich da. Nein, es war kein Traumgesicht, da rauschte es hinter dem Vorhang des Bettes, und in die getäfelte Wand glitt ein verhüllter Schatten. Mit einem Schrei riss Amalas Winter die Falten des Vorhanges auseinander. Da war nichts mehr zu sehen. Hatte sie doch nur geträumt. Aber sie konnte nicht mehr allein sein mit ihren bangen Gedanken. So drückte sie auf den Achatknauf an der Wand, der draußen einen Hammer in Bewegung setzte. Alsbald erschien ein Sklave, dessen Züge und Tracht höhere Bildung verrieten. Er gab sich als der griechische Arzt zu erkennen. Sie teilte ihm die Schreckgeschichte, die Fieberschauer der letzten Stunden mit. Er erklärte es für Folgen der Aufregung, vielleicht der Erkältung auf der Flucht, empfahl ihr ein warmes Bad und ging, dessen Mischung anzuordnen. Amalas Winter erinnerte sich der herrlichen Bäder, die in zwei Stockwerken übereinander den ganzen rechten Flügel der Villa einnahmen. Das untere Stockwerk der großen achteckigen Rotunde war für die kalten Bäder bestimmt, stand mit dem See in unmittelbarem Zusammenhang, sein Wasser wurde durch Siebtüren, die jede Unreinheit abhielten, hereingeleitet. Das obere Stockwerk erhob sich als Verjüngung des Achtecks über der Badestube des unteren, deren Decke, eine große kreisförmige Metallplatte,